So Leute, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum nächsten Minecraft-Video. Ja Leute, das Event ist zu Ende. Die Leute haben fertig gebaut und wir werden jetzt mal aktuell einmal dahin fliegen. Wir müssen mal gucken, wo das ist. Wir sind nämlich auch in der Nähe von denen. Und dann habe ich gleich noch zwei andere neue Sachen, was hinzugekommen ist auf dem Server, Leute. Das ist echt heftig. Jetzt wird das Gewinnspiel erstmal gemacht. Ich weiß nicht, dass Loy Marlon jetzt hier noch irgendwas ist. Steht AFK rum. Aber Leute, wir fangen hinten an. Bei dem Plot fangen wir an. Das ist Plot Nummer 1. Also wenn ihr dann gleich dafür votet, wie gesagt, in den Kommentaren schreibt eine 1 ran, damit ihr eben halt voten könnt. Und in die Kommentare bitte ich euch zu schreiben, wer der Gewinner ist, welches Haus ihr am schönsten findet. Das ist Nummer 1. Hier haben wir einfach einen ganz geschlichten Eingang, ja, mit einem Baum, mit Liegen natürlich. Da ist so, was weiß ich, ein kleiner Teich. Pool würde ich jetzt nicht sagen, aber ein kleiner Teich. Dann haben wir hier eine Brücke. Die kann man auch so bauen mit einem Lagerfeuer. Das ist auch eine geile Idee gewesen. Drunter ein bisschen Lava, das ist auch schon nicht schlecht. Aber hier hatte, glaube ich, zwei Easter Eggs drin, Leute. Muss ich auch nochmal gucken. Zwar keine Tür. Keine Ahnung. Macht nichts. Einmal hier. Da hat er seinen Rüstungsständer versteckt. Das ist auch mega geil. Und weg ist er. Mega nice. Dann eben halt hier die Bücher. Einfach nur ein Bücherregal. Verzauberung. Oben hat er, glaube ich, auch nicht so viel. Nö. Seine Schlafecke. Ehrlich gesagt, Doppelbett. Das ist auch nicht schlecht. Das gefällt mir auch. So kann man auch mal ein Doppelbett bauen übereinander. Das geht ja auch. Aber Leute, in seinem Keller hat er noch ein Easter Egg. Ich weiß gar nicht, was hier war. Irgendwas passiert hat. Ach. Jetzt raff ich das, Leute. Habt ihr es gesehen? Ja, moin. Da kommt dieses Buch raus. Ich habe eine Ahnung, was ich hier reinschauen soll. Keine Ahnung, was da reinschauen soll. Aber er hat sich was einfallen lassen, so mit Redstone. Das finde ich übelst geil. Und jetzt weiß ich nicht hier. Das müssen wir mal gucken. Ja, Leute. Das war's komplett. Scheiße. Warte mal, wir holen uns mal zu mir. Uno momento. Dahin oder was? Ah, Leute, da war das. Dankeschön, wie Skiller. Ja, Leute, hier haben wir das. Oder meint ihr den da? Ihr macht es selber da. Keine Ahnung. Leute, schlimm. Das sind die kleinen Easter Eggs. Guck mal, hier hat er einfach nur eine Kiste mit Hie drin. Das ist auch nicht schlecht. Was denn jetzt hier? Jetzt teleportieren sich alle zu mir. Lol, ja moin. Guck mal, wer macht da bestimmt zu? Ja moin. Ich backe. Oh mein Gott. Danke, Loy Marlon. Ja, Leute, das sind die kleinen Easter Eggs. Guck mal, überleg mal, ich habe da die Klöpfe, da ist das aber, ja, mein. Macht nichts, aber das sind alles so geile Sachen, die man echt im Haus reinmachen kann. Also, wenn man Survival spielt und ein bisschen Platz sparen will und auch unterirdisch baut, kann man ja sowas machen. Das sind echt so kleine Verstecke, das ist mega geil. Aber wie gesagt, Leute, das war das erste Plot. Von außen seht ihr das Haus nochmal. Und dann gehen wir zum nächsten. Weil ich das Video auch nicht zu lang machen will. Deswegen gucken wir einfach. Wie gesagt. Und dann habe ich ja noch neue Kleinigkeiten. Sonst wäre das zu viel in einem Video nachher für euch. Dann haben wir hier noch ein zweites Plot. Dann schreiben wir Nummer 2 ran. Machen wir jetzt mal hier. 2. Das ist auch von einem Spieler. Ich sage jetzt nicht unbedingt den Namen. Müsst ihr ja nicht wissen. Aber wie gesagt, ja, könnt ihr eigentlich schon wissen, ist ja relativ egal. Aber hier so auch einen kleinen schönen Garten mit so einem kleinen See natürlich, biegen.
Und hier so eine kleine Farm, Karottenfarm, auch nicht schlecht. Also der Garten an sich hat was. Bloß was mir nicht so gefällt, das ist einfach am Haus eine Achterbahn, Leute. Das ist echt nicht so mein Fall. Mag zwar geil sein zum Spaß zwischendurch. Von vorne sieht das Haus auch nicht schlecht aus, also kann man so machen. Es geht voll klar. Dann hat er hier drinnen natürlich einen Tisch. Hier ist die Bahn, damit können wir ja sonst gleich mal fahren. Ofen, was haben wir denn oben? Ist oben noch irgendwas? Auch nochmal eine kleine Sitzecke und ein Balkon. Hier geht's einfach nochmal runter. Ja, nicht runter, aber da ist es einfach drinne. Also geht's einfach rein. Ich weiß jetzt nicht, welche Seite Boost ist, keine Ahnung. Guck mal, das ist jetzt die kleine Achterbahn hier draußen. Wir fahren jetzt einfach mal in eine Runde. Kann man so machen. Muss man aber nicht, Leute. Das Plot ist, wie gesagt, nicht groß. Und ihr könnt eben halt entscheiden nachher bei den Plots. Ich sag mal, wenn ihr reinschreibt, euch gefällt Plot 1, dann schreibt ihr einfach nur eine 1 in die Kommentare. Dann weiß ich nämlich, dass ihr dafür gewotet habt, weil ihr entscheidet für dieses Event, wer das Spawn-Plot bekommt. Dann machen wir hier Nummer 3 hin. Da werden wir vorne mal am Eingang fliegen. Hier ist der Eingang. Schreiben wir hier eine 3 hin. Weil das Nummer Plot 3 ist. Von außen einmal. Da sieht ihr das schöne Haus. Er hat wirklich das ganze Plot ausgenutzt. Komplett. Das gefällt mir auch. Alle Häuser gefallen mir irgendwie. Auf eine Art sind alle Häuser total geil. Das ist aber auch schön. Wer ist denn das hier die ganze Zeit? Leumann. Aha. Guck mal, auch seine Banner wieder Köpfe mit drinne. Dann wollte ich die Tür jetzt schon wieder drücken. Ja, moin. Feuerwerk. Was auch geil ist, Leute. Der heilige Stein und Mottis Superblume. Gibt's hier. Hat er mit dran gemacht. Dann haben wir hier auch eine schöne Sitzecke natürlich. Noch ein paar Fässer. Hier könnt ihr euch auch hinsetzen. So, wisst Bescheid. Könnt ihr schön gechillt in die Sitzecke chillen, da auch. Was haben wir denn hier noch drin? Hier ist auch nochmal ein großer Raum. Und hier oben ist nichts. Außer ein Kronleuchter, sag ich jetzt mal. Aber es ist geil, was haben wir denn hier? DJ Elementary. Sogar Platten hier, ja rein. Geil. Das lohnt. Und ja, Leute, das werden wir jetzt mal ausmachen. Das will ich nicht. Weil das nämlich nervig ist. Aber das ist von einem Spieler schon wieder ein weiteres Plot von Stan. Dann haben wir ja da von Beast Killer und von Hayabun. Wie gesagt, Leute, Nummer 1 könnt ihr voten, Nummer 2 oder Nummer 3. Schreibt das, wie gesagt, in die Kommentare. Dann haben wir hier noch das Nummer 4. Und dann könnt ihr gleich entscheiden, nachher, wenn das Video online ist, wer gewinnt. Ihr seid heute mal dran. Hier mal auch einen schönen Eingang eigentlich. Der Eingang, ja, der gefällt mir. Der Weg gefällt mir auch, Leute. So kann man auch mal einen Weg machen. So ein paar Blumen in der Mitte, das ist auch geil. Dann haben wir hier auch noch so irgendwie eine Achterbahn nach oben. Ein Skin, dann steht hier. Okay. Steht da irgendwas dran? Dann haben wir da oben die Halterung. Hier ist ein Villager. So ein kleines Villager-Dorf. Hätte mich auch noch in die Höhe gebaut. Und ein Spawner steht hier. Dann haben wir hier drunter im Haus einfach Lava. Ist auch, ja, geil eingerichtet. Also, er hat auch an alles gedacht. Kisten, Ofen, alles ist einfach da. Noch ein paar Hunde drin natürlich, die wir da alles haben. Und oben ist einfach nur eine kleine Sitzecke. Und ein Fernseher natürlich, soll bestimmt da hinten sein. Also viel ist es nicht. Aber es reicht, Leute. Es ist auch ein schönes Plot, wie gesagt. Sieht auch gut aus. Aber Leute, ihr seid jetzt noch zum letzten Mal. Ihr entscheidet jetzt. Schreibt es bitte in die Kommentare, welches Plot gewinnen soll. Das weiße da hinten ist Nummer 1. Das weiße hier vorne ist Nummer 2. Nummer 4 und Nummer 3 ist da ganz hinten hinter den Skin. Ihr könnt jetzt entscheiden, wie gesagt. Und dann werde ich im nächsten Video eben halt den den Gewinner bekannt geben natürlich. Und dem werde ich das nämlich so schon erzählen noch. Damit die schon Bescheid wissen. Beast Killer, was macht er denn schon wieder hier? Guck mal, er erhöht schon wieder aus, Leute. Ah, er hat auch was Geiles vor.
Lass uns mal überraschen. Wo geht's denn hier raus? Egal. Wir telefonieren, Stan. Was machen die hier? Keine Ahnung. Mohammed hört bei. Okay, er ist da. Da wollen wir keine Sorgen machen. Theo, Brain AFK. Was machen wir denn jetzt? Ach, Legacy. Ja, Leute, das wollte ich nämlich euch jetzt erzählen. Wir haben ja schon einzelne Clans drauf. Da hinten ist ein Clan, das ist der o von Onimon. Und jetzt hat Theo noch einen Clan gemacht. Und Onimon hat Banner. Also seine Banner natürlich, der hat auch an seiner Borg mit dran. Als Clan-Bezeichnung. Und Theo und ich, weil laut dem neuen Update, Leute, haben wir ja, dass wir die Karten jetzt größer machen können. Wir können ja jetzt, was weiß ich, wir nehmen uns jetzt einfach mal eine. Ich muss mal kurz gucken, wo die Karten sind, da. Eine Karte raus. Und dann sind die ja nachher, wenn du die größer machst. Guck mal, sind die viel, viel größer. Ist ja laut dem neuen Update von PS4 da. Und man kann jetzt. Bin ich überhaupt richtig? Nö, verkehrtes Haus. Man kann jetzt nämlich da drauf eigene Karten entwerfen, sag ich mal. Indem man sich das abmisst, weil ich bin jetzt auch nicht am Spawn. Doch, ich bin am Spawn, aber verkehrte Seite. Sieht ihr schon, hier haben wir einen neuen Item-Shop rein. Und da ist eben halt noch ein neuer Shop. Und hier sind nochmal ein paar Sachen ausgeschildert, die. Ja, wie wertvoll die sind. Also steht dran: 400 MC-Coins, also Modi-Coins. Wisst ihr Bescheid? Aber dazu will ich nichts sagen. Zu den Clans und. Zu den Karten jetzt, Leute. Man kann jetzt nämlich eigene Karten entwerfen. Ihr seht das hier schon. Das sind einfach ganz normale Karten. Hier vorne, die müsst ihr bloß abmessen und bebauen. Und ich kann das euch gleich da hinten nochmal zeigen. Dann fliege ich da mal hin. Ja, wie gesagt, eigene Karten entwerfen. Und ich werde jetzt hier noch mehrere Karten hinzupacken, die ihr auch kaufen könnt. Die werde ich noch einzeln bebauen. Und dann könnt ihr die natürlich. Ja, kaufen oder ihr bekommt die mal gratis von mir geschenkt, je nachdem. Lasst euch einfach überraschen. Aber wie gesagt, das ist von Theos Clan, das ist seine Clan-Karte. Seht ihr, ich bleibe nochmal kurz stehen, dann könnt ihr einmal kurz lesen natürlich. Und die hat von Theo einen Wert, hat er oben dran geschrieben, also Legacy Clan nur für Mitglieder. Oder wenn ihr die kaufen wollt, weil die eben halt eigentlich nur für Clans sind, Preis 1 Million FC. Ja, Coins. Also Modi-Coins. Und meine ist eben halt Elementrix-Karte. 20.000 MC-Coins. MC, ja, Coins. MC, Modi-Coins. Ist die wert, also auch ordentliches. Da unten habt ihr auch meinen Kopf mit drinne. Also mein Star Wars-Skin. Da unten als Kopf. Dann ist da ein Kühlhörn mit Kopfhörern. Das ist hier dieses Dreizack. Dann steht da nochmal mein Name. Und da unten steht einfach nochmal Minecraft drauf. Ist auch mega geil gemacht eigentlich. Für eine Karte. Aber für die nächsten Karten werde ich mir nämlich große Figuren raussuchen. Wie gesagt, bauen, was weiß ich, dass da ein Pokémon drauf ist. Oder je nachdem, das zeige ich euch alles. Wir können ja gerne sonst nochmal ein Tutorial drüber machen, wie wir diese Karten bauen. Das könnt ihr ja auch gerne in die Kommentare schreiben, Leute. Wie gesagt, viel Information, viele Leute bauen hier. Es ist hier wieder viel, echt sehr viel passiert. Aber wie gesagt, Leute, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge oder Livestream. Euer Mod GTA 19, ihr gesagt, Elementwix, Tschüssikowski.